Willkommen zurück zu Minecraft Mumpitz und ich muss euch jetzt mal ein kleines Geständnis machen. Ich hatte schon mal zwischenzeitlich Mumpitz aufgenommen. Ich gehe jetzt mal fix in den friedlichen Modus, damit ich nicht verhungere. Hab in der Zwischenzeit Mumpitz aufgenommen und die Aufnahme ist leider Gottes gekratscht. Die ist kaputt, die Aufnahme. Und ich kann da nichts zu. Was wir gemacht haben, ich kann es euch kurz zeigen. Also, die vorletzte Aufnahme, da fehlt der Schluss. Den habe ich aus Versehen ein bisschen zu früh gelöscht. Darauf bin ich auch in der letzten Aufnahme, die eigentlich jetzt hätte kommen sollen, eingegangen. Aber hier zum Beispiel, wir haben diese Felder gebaut. Haben hier ein bisschen Terraforming betrieben. Und ich glaube, hier hatten wir ja die Smeltery fertig gemacht. Ne? Diese fehlenden Blöcke noch geholt. Und wir haben am Häusle weitergebaut. Das zeige ich euch mal eben fix. Ne? Hier, der Raum hier ist ja fertig. Ich glaube aber, den haben wir schon gesehen, zumindest. Das Badezimmer ist ja auch fertig. Im Keller habe ich, glaube ich, nur die Decke fertig gemacht. Genau. Und oben in die obere Stockwerk. Da habe ich die Wände fertig eingezogen und den Boden von unserer Terrasse hier gemacht. Was wir jetzt allerdings machen ist, gucken, wo wir unseren Schissel hingepackt haben. Nicht den Schissel, sondern unseren Stissel. Das meinte ich. Ich hätte nämlich schon gerne gerade jetzt meine, ich pack das alles mal hier weg. So, da haben wir unsere Effizienzspitzhacke mittlerweile. Brot haben wir jetzt ganz viel. Ich will das hier mal alles kurz wegpacken. Und dann gehen wir wieder in den Einfachmodus. Ja, wie gesagt, es tut mich sorry, dass die Aufnahme einfach weg ist. Jetzt kommt da wieder, das Minecraft-Kitty spielt wieder Minecraft. Und ich suche meine Axt, denn wir wollen natürlich, das mit dem Scrollen funktioniert immer besser mit der Maus, mit der neuen Maus. Wir wollen natürlich unser Häusle fertig bauen. Ich weiß noch nicht aus welchem Holz, einerseits, andererseits. Guck mal, wir haben hier diesen Iron Hammer. Da wollen wir uns demnächst mal einen neuen machen. So, wir haben ja hier überall immer gerne mit Fächer-Ahorn gebastelt. Und das hier hinten, das ist das der Baum des Lebens? Ich weiß es gerade nicht. Das müsste unser Baum des Lebens sein, ne? Hier hatte damals unser Häuschen gestanden. Den Baum des Lebens fällen wir natürlich nicht. Wir fällen aber einen anderen großen Baum, nämlich hier das Großholz. Den Großholzstamm hier hinten, den fällen wir mal eben. Watz. Wunderhübsch. Sind das jetzt alles Großholz? Nee, das ist Fächer-Ahorn. What? Sag nicht, das Decoyt nicht. Das Decayt nicht, weil. Oh, weil der Baum hier im Weg steht, ne? Oder? Oh Gott, nein. Der Decayt nicht. Der Decayt nicht. Das finde ich äußerst scheiße jetzt. Muss ich an der Stelle einfach mal sagen, wie es ist. So. Decay bitte mal ein bisschen schneller. Decay mal etwas schneller. Das wäre echt nett. So, wir sammeln hier natürlich den ganzen Schissel auf. Und ich hatte mir eigentlich ein richtig fettes Special zum, für die 50. Folge überlegt. Das werde ich allerdings nicht umsetzen können. Leider Gottes. Ich erzähle euch allerdings auch nicht, was ich vorhatte. Das wäre irgendwie ein bisschen doof jetzt, weil dann sagt ihr, aber das wäre doch möglich gewesen. Und klar, es wäre möglich gewesen, aber mir fehlt halt die Zeit dazu. Sagen wir es einfach mal so. So, was haben wir denn alles auf unserem Schwert? Haltbarkeit. Wow. Voll viel. Mit F. So, wo ich mir sicher bin, was ich gemacht hatte, ist Knochensegmente gesammelt. So, dann wollte ich ja hier diese wollte ich noch zumachen. Diese Schlucht da. Die wollte ich noch schließen.
Um einfach, ja, jetzt klappt es wieder nicht mit dem, mit dem Scrollen. Um einfach wieder ein bisschen mehr Platz zum Bauen zu haben. Und hier wollte ich noch ein bisschen, Terraforming betreiben. Ich möchte nämlich, pass mal auf, wir haben hier ja, ne, unser eines Feld. Und, ich möchte jetzt den Weg hier, habe ich die Spitzhacke noch dabei, ja. Ich möchte jetzt den Weg hier einfach abbauen. Wieder. Und dann, ersetzen praktisch. Mit, rissigem Sand und Cobblestone. Warum ich aber jetzt den Baum gefällt habe, ist folgendes. Ich will natürlich gleich auch am Haus weiterbauen. Kein Ding. Ich will natürlich auch gleich am Haus weiterbauen. Ich muss mir hier mal ein bisschen mehr Platz machen. So. Mein 3DS liegt hier auch. Ich spiele in letzter Zeit ziemlich viel Pokémon Sonne. Und habe echt seit Ewigkeiten das Pokémon-Spielen wieder für mich entdeckt. Möchte ich an der Stelle einfach mal sagen. So. Drück mal kurz R. Ich möchte hier mal kurz das Holz oben rein sortieren, genauso wie die Setzlinge. Und möchte mal gucken, was wir hier alles haben. Haben wir noch Mumidirt, rissiger Sand? Wir haben noch rissigen Sand, allerdings nicht mehr viel. Ich glaube, da muss ich farmen gehen, tatsächlich. Ah, ne, da haben wir noch ein bisschen rissigen Sand. Das ist eine leere Kiste. Ja, gut. Bruckstein haben wir hier. Und ich brauche den, Meißel. Der war hier, genau. Dann würde ich gerne das Essen einfach mal nach hier vorne packen. Und einmal meißeln. Aber erstmal muss ich gucken, was ist das genau für ein Pflasterstein mit dunkler Tafel. Pflasterstein mit dunkler Tafel. Pflasterstein mit dunkler Tafel. Das müsste dann der hier sein. Genau. So. Dann will ich das natürlich hier hinsetzen. Und zwar, ja, bis da vorne. Ich weiß, ich könnte mir jetzt eine Schaufel machen, dann ging das Ganze ein bisschen fixer. Ich muss allerdings auch gleich kurz zum Haus rennen, um um kurz pennen zu gehen. Das machen wir auf jeden Fall noch. So, und das Ganze hier. Und dann kann ich mir auch fix eine Schaufel machen. Und ich glaube, dann mache ich mir auch einfach eine, dann mache ich mir dann auch einfach eine, Diamantschaufel. Mal gucken, vielleicht verzauber ich die auch. Also, was wir auf jeden Fall jetzt in den nächsten Aufnahmesessions machen müssen, ist das Haus fertig bauen, damit wir da endlich mal, ein Haus stehen haben und nicht nur irgendwie sowas Halbfertiges. Wir müssen in den Nether. Ich brauche nämlich ziemlich viel Glowstone. Und wir müssen noch ein bisschen rissigen Sand farmen. Das machen wir auf jeden Fall in dieser Session noch. So, gehen wir bis hier hin. So. Ob wir das Haus in der Session fertig kriegen, weiß ich nicht. Ach, ich habe euch eine Sache vergessen zu zeigen, die wir, die ich in der einen Aufnahme gemacht hatte. Zeige ich euch jetzt noch fix. Also nachdem wir pennen waren natürlich. Meine Nase läuft, liebe Freunde. Meine Nase läuft. Und hier vorne werden wir so viel nicht mehr verändern. Ich werde hier die Erde noch austauschen. Hier soll nämlich ein kleiner Stall für unsere Pferde entstehen später. So, das Bett habe ich ja hier hingepackt, weil ich unbedingt... das Wohnzimmer will ich ja hier unten hinmachen, praktisch, wo wir jetzt stehen. Wobei ich da immer noch nicht so ganz weiß, ob ich das wirklich machen will. Aber einen Schluck trinken möchte ich. Boah, Leute, ich kann jedem nur, der ein bisschen knapp bei Kasse ist, empfehlen. So, ne, wir haben jetzt hier eine Tür. Ich will euch das jetzt erstmal zeigen, dann erzähle ich euch das. So, und dann haben wir unseren kleinen Garten. Das finde ich ganz nett, unseren kleinen Garten. Hier fehlt eigentlich noch eine Blume. Da kommt auch noch eine hin. Und ich finde unseren Garten echt nice. Ich finde unseren Garten echt nice. Jedenfalls, ich kann nur jedem... Ach, genau, und da drüben haben wir... Muss ich echt gucken. Haben wir,
Kakteen angepflanzt. Und ich bin wieder auf den Lackless Shader umgestiegen. Ich finde ihn einfach besser wegen der Performance. Jedenfalls. Ich kann nur jedem empfehlen, der mal so ein bisschen knapp bei Kasse ist, sich einen Soda-Stream zuzulegen. Ganz ehrlich. Du sparst dir einen Haufen Arbeit. Du sparst dir einen Haufen Zeit. Was heißt einen Haufen Arbeit und einen Haufen Zeit? Du sparst dir halt Geschleppe von Getränken. Das finde ich halt echt nice. Ich weiß, wir hatten hier irgendwo unseren Hammer. Denn hier ist ein bisschen Hammer-Time angesagt. Moment, das war Pflasterstein. Das war rissiger Sand. Okay. Dann würde ich mal sagen, wir gehen mal. Jetzt will die Maus nicht so ganz. Ich muss mir mal. Oh Gott, jetzt hat sich das Farbschema von meinem zweiten Bildschirm kurz ein bisschen verändert. Ich muss mir mal so ein Verlängerungskabel für meine kabellose Tastatur und Maus holen. Das klingt jetzt ein bisschen doof für das, oh, ist rissiger Sand. Da in die Richtung. Für den USB-Stick, den der dafür benötigt wird eben. Ne? Damit ich das hier auf den, Schreibtisch legen kann, damit ich vielleicht ein bisschen weniger Lags habe beim Mausbewegen, weil ab und zu, wenn ich so ein bisschen weiter weggehe mit der Maus, will das nicht so ganz funktionieren. Und ich bin eh am Überlegen, ob ich mir vielleicht demnächst doch nochmal, ich meine, so viel Geld habe ich dafür nicht ausgegeben, eine neue Maus und eine neue Tastatur besorge. Ich würde dann sogar eventuell die Maus und die Tastatur, die ich jetzt habe, verschenken. Verlosen. Mal gucken. Vielleicht auch an einen Freund weitergeben. Oder eine Freundin. Mal, wer weiß. Ich weiß es noch nicht. Hier könnte man auch noch was Schönes machen. Ich lasse mir mal was einfallen. Vielleicht so ein Anglersteg. Wir werden uns mal in einer einstündigen Special-Folge, wo ich nur am Angeln bin. Ja, wir werden uns mal wirklich eine einstündige Special-Folge irgendwann mal gönnen, wo ich nur am Angeln bin. Und, in der ich ein bisschen was erzähle über Gott und die Welt und über das, was ich dieses Jahr auf jeden Fall noch vorhabe. Wenn ihr dieses Video seht, sollte es noch der 1. oder 2. März sein. Liebe Freunde, am Freitag beginnt ein episches Abenteuer in einem neuen Hyrule, das wir alle noch nicht kennen. Ein episches Abenteuer in The Legend of Zelda. Pretz off, the Wild! Und deswegen heute mal hier im Hintergrund wieder Zelda-Musik, die ihr genießen könnt. Vielleicht auch mal wieder ein paar neue Tracks, die ich mir runtergeladen habe. Die ich mir natürlich legal runtergeladen habe. Ihr findet unten in der Videobeschreibung, solltet ihr die Seite sehen, wo ich mir zumindest die Zelda-Tracks runterlade. Und ansonsten benutze ich auch noch viel Musik von Incompetech und ich hätte jetzt fast Sony Music gesagt, aber das stimmt nicht. Und von ES eben, ne? Wie heißt das nochmal? ES, ich wüsste. Genau, von der Seite, die unten in der Videobeschreibung auf jeden Fall verlinkt ist. Ich komme gerade echt nicht auf den Namen. Ne? Ich komme gerade echt nicht auf den Namen, ne? ES auf jeden Fall. Das weiß ich. So. Ach. Mir fällt's bestimmt ein und dann sage ich das ganz random. Das ärgert mich, wenn mir sowas nicht einfällt, ne? Epidemic Sound, ES, genau, ja. Also das war schon richtig, was ich gesagt habe. Von Epidemic benutze ich ja auch sehr gerne die Musik. Vor allem damals bei Mindfaction. Da habe ich... Ich habe das geliebt, Mindfaction mit Musik zu unterlegen, ne? Ich habe das echt geliebt und deswegen würde ich mir so ein Projekt in Zukunft auch mal wieder wünschen und am liebsten eben zusammen mit Blocky, Flo, Blocky, Flo, Better Not Games und den ganzen Chaoten, die da damals alle dabei waren.
Das fände ich echt nice, wenn wir sowas wieder hinkriegen. Es ist ja auch sowas in Planung, aber die Planung ist aktuell leider Gottes ein bisschen auf Eis gelegt. Die Planung kommt auch diesmal von anderer Seite aus. Nämlich von, komm, wir machen das jetzt einfach so. Nämlich von Blocky, der versucht da was aufzubauen. Aber tut mir einen Gefallen, fragt ihn nicht ständig. Ja, der Foxy, der hat da jetzt was gesagt. Wie sieht's denn da aus? Weil Blocky braucht dafür auch erstens mal Lust und zweitens mal Zeit für, um sowas zu planen. Und ich würde mich darüber freuen, auf jeden Fall. Was auf jeden Fall auch in nächster Zeit mal wieder ein bisschen öfter kommen wird, wird dann wahrscheinlich auch mal wieder TTT sein. Ich hoffe es doch mal. Ich will es euch nicht versprechen. Nee, ich will da schon in die Waypoints rein. Ich hoffe es doch mal, dass wir mal wieder ein paar Aufnahmen zustande kriegen. GTA wahrscheinlich eher nicht mehr so. Vielleicht irgendwann mal wieder. Und zu Ultimate Chicken Horse. Die letzte Aufnahme hat es mir leider zerschossen. Ich weiß auch nicht warum. Ich will eigentlich nur essen. Ja, manchmal scroll ich ein Stückel zu weit. Das ist nicht so toll. Was ist das für ein Baum? Ist das auch so ein Großholzstamm? Das wäre eigentlich ganz nice, weil dann könnte ich den auch noch fällen. Und hätte noch ein bisschen mehr Holz für unser Haus. Warum ich das Großholz nehme, ist, erstens haben wir da von Instant richtig viel, wenn wir da so einen Baum fällen. Zweitens ist es mal wieder ein bisschen anderes Holz. Ich hatte zwischenzeitlich auch mal wieder Mumpitz gestreamt. Und da habe ich im Chat die Frage gestellt, unser Haus, einfach jetzt das Dach endlich draufklatschen oder noch eine, Etage. Und die Resonanz war noch eine Etage, dass wir da so ein richtig pompöses Haus stehen haben. Weswegen ich mich jetzt dazu entschieden habe, einfach unten Badezimmer und Küche zu lassen. Und das Wohnzimmer nicht dahin zu tun, wo jetzt unsere Treppen sind, sondern wirklich nach oben. Es ist ungewöhnlich, dass ein Wohnzimmer irgendwie in einem zweiten Stockwerk ist, meiner Meinung nach. Weil ich kenne das persönlich nicht, wenn du in ein Haus reinkommst, ist das Wohnzimmer, Küche und so weiter meistens unten. Und die Schlafzimmer sind halt oben. So campt man das. Aber wir müssen uns ja nicht an irgendwelchen Dingen orientieren, die normal sind, ne? Dafür ist heißt dieses Projekt ja auch Mumpitz, damit wir hier ein bisschen Mumpitz veranstalten können, logischerweise. So. Was wir auch noch brauchen, ist ein Gehege für unsere Tiere. Und dann würde ich mich gerne endlich mal um einen Mod kümmern namens Blutmagie, Blood Magic. Das werden dann allerdings mit höchster Wahrscheinlichkeit sehr, wie heißt es, was wollte ich sagen, sehr geschnittene Parts sein, weil wir uns sonst einfach viel zu lange damit beschäftigen würden. Weil ich dann 5 bis 6 Parts dafür alleine bräuchte, um das Ding überhaupt aufzubauen. Klar, ich werde alles zeigen, aber recht komprimiert. Das heißt, das werden auch keine Themenfolgen oder sowas. Kein Ding, wir müssten jetzt auch von der... Manchmal setzt meine Tastatur gerade aus, ne? Also entweder brauche ich neue Batterien oder ich bin echt zu weit. Ich lege jetzt einfach mal meine Tastatur auf meinen Schoß. So. Kann ich so überhaupt spielen? Wenn nicht, muss ich halt echt für Minecraft jedes Mal die Kabeltastatur und die Kabelmaus anschließen. Wäre jetzt auch nicht das größte Problem, aber nervig ist es allemal. Ich kann so nicht spielen. So. Wenn nicht, machen wir halt jetzt eine kurze Session und dann gucke ich beim nächsten Mal, wie wir es machen. Minecraft mit Controller. So. Einfach alles einstellen auf dem Controller. So. Ach, siehst du, ich wollte vorhin, als ich hier war, eigentlich ein Schäufelchen machen. Sag mal. Kann ich hier irgendwie mal kurz Maus aus, Tastatur aus und ein? Also ich weiß, die Batterien tun's noch, auf jeden Fall. Die Batterien tun's noch, auf jeden Fall.
Ich kann mal kurz hier ein bisschen an dem Stick ruckeln. Ein bisschen den Staub von der Tastatur runterpusten. Aber im Normalfall dürfte das nicht passieren. So, wir nehmen einen einen Diamanten. Und zwei Stickies. Und basteln uns mal ein Schäufelchen. Sehr schön. Dann haben wir ein Schäufelchen. Und dann gehen wir kurz schlafen. Und das ist ganz cool. Ich werde die Session auch nicht so lange machen. Ich werde jetzt die Wege da hinten bauen und dann wahrscheinlich schon die Session beenden. Weil ich dann erstmal gucken muss, wie wir das Ganze mit dieser Maus und dieser Tastatur am besten machen. Ich meine, ich bin so froh, dass ich jetzt mal wieder etwas Kabelloses habe. Aber wenn das so nicht funktioniert, muss ich wohl doch mal wieder meine alte Tastatur und meine alte Maus anschließen. Gerade für PC-Spiele. So. Weißt du, jetzt habe ich eine... Ach, komm. Jetzt habe ich schon eine Schaufel und nutze sie nicht. So, hier kommt eine Treppe hin. Hier kommt Treppen hin. Und dann, geht's dann hier weiter mit dem Weg, ne? So. Ich gehe jetzt auch noch nicht ganz bis dahin. 1, 2, 3, 4. Ich gehe jetzt noch nicht ganz bis dahin, weil mir sonst das Wasser hier überall reinfließt. Und genau das will ich nicht. Aber der Vorteil ist, ich kriege dadurch jetzt wieder ein bisschen Erde und kann dadurch wieder ein bisschen terraformen. Was ganz nett ist. Ich glaube, bis 30 Minuten mache ich die Aufnahme. Dann habe ich wieder zwei Parts. Alles ist cool. Und dann beim nächsten Mal schauen wir mal. Vielleicht schließe ich echt wieder meine alte Tastatur und meine alte Maus an. So. Wir haben hier den Pflasterstein. Den wollen wir placen. Und zwar hier und da. Und eigentlich einmal so. Weil hier, und hier würde ich den Weg gerne nur zwei breit machen. Geht ja dann der Weg um die Felder rum. So. Okay. Guck mal, wie lange das dauert, den rissigen Sand mit der Hand abzubauen. So. Oh, ich glaube echt, ich muss definitiv die andere Maus wieder anschließen. Und die andere Tastatur. Ja, okay, die Lags kommen jetzt nicht von Maus und Tastatur. Die Lags kommen gerade von meinem PC. Ach Mann, Leute, ich würde so gerne, aber ich kann nicht. Ich würde so gerne qualitativ besseres Gameplay liefern. Leute, ich werde jetzt hier an der Stelle, glaube ich, auch schon Feierabend machen. Wir machen das Ganze einfach als ein Part. Weil ich kann so echt nicht spielen, ne? Die Wege, die sollen dann hier außen rum gehen. Hier dazwischen. Hier soll noch ein Feld entstehen. Das machen wir dann noch, aber heute nicht mehr. Leute, es tut mir so leid, dass ich jetzt nicht länger aufnehmen kann. Aber irgendwie, wenn die Technik das nicht zulässt, ne, dann kann ich da leider auch nichts für. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier Feierabend. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Kann sein, dass die jetzt erst wieder in 3-4 Tagen kommt. Kann sein, dass die morgen kommt. Es kann aber auch sein, dass sie erst nächste Woche kommt. Es tut mir echt leid. Ich würde gerne wieder echt regelmäßiger Mumpitz bringen, aber wenn sich das so spielen lässt, wie sich es aktuell spielen lässt, ist das nicht unbedingt schön. Alles klar, wir sehen uns dann. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer Mieste Nightfox.